Spannung steigt, wir machen das Schloss auf. Ich bin gespannt, wie es von innen aussieht. Lecker. So, komm ran hier mit der Kamera. Wir fangen heute mal ein bisschen anders an. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute geht es um die Reparatur dieses Türschloss von diesem wunderschönen Fahrzeug. Mercedes E-Klasse W211, Baujahr 2004. Ja, wir haben das Türschloss ausgebaut. Wir haben die Türverkleidung im Vorfeld natürlich schon ausgebaut. Dazu gibt es zwei separate Videos. Also wenn du wissen musst, wie man das jetzt hier alles zerlegt und wie man die Türverkleidung ausbaut und dieses Teil ausbaut, müsst du auf unserem Kanal ganz einfach schauen. Da gibt es halt die zwei anderen Videos. Und heute werden wir das Schloss mit so Repsätzen in Stand setzen. Da gibt es so schöne Repsätze für. Zeige ich euch das schon vorher mal. Also da gibt es so Zahnräder, die innen drin kaputt gehen sollen. Ich kann das mal auspacken für euch. Diese Zahnräder sollen rund gehen irgendwann mal mit der Zeit. Ist klar, die sind aus Plastik. Also die können dann irgendwann mal von der Verzahnung natürlich verschleißen. Oder da drin ist noch eine Feder. Und Mini-Federn hier, da muss ich echt schon aufpassen, dass du die nicht verlierst. Gott sei Dank sind da vier Stück dabei. Die kann auch brechen. Und Folge dessen, also Grundproblem war, das könnt ihr in den Videos davor sehen, dass deswegen guckst du dir das Video wahrscheinlich auch an, dass das Schloss rattert. Also dieses Türknopf rattern, wenn der Türknopf beim Schließen so ganz schnell hoch und runter geht. Also irgendwas von den Teilen wird in dem Schloss kaputt sein. Wir werden das Schloss jetzt aufmachen, werden reinschauen, was kaputt ist und werden das gegen die Neuteile hier tauschen, das Schloss dann zusammenbauen. Dann werde ich es noch schnell reinhängen, um euch zu demonstrieren, ob das auch funktioniert oder nicht. So, jetzt geht's los. Das Schloss mache ich jetzt auf. Die Repsätze liegen hier. Wir haben ein bisschen hier an der Theke ein bisschen blaue Papierrolle hier ausgelegt, weil natürlich auch ein bisschen Fett da drin ist. Also es wird heute wahrscheinlich noch ein bisschen fettig bzw. ein bisschen dreckig. So, ihr seht hier jetzt, diese ganzen Teile hier ringsrum, die werde ich jetzt aufhebeln, dass wir in das Schloss quasi reinschauen können. So, wir fangen an. Nein, nichts klickt kaputt. Nichts klickt kaputt. Die kriegst du quasi schon fast mit der Hand auf. Also qualitativ muss ich auch sagen, auch wo wir die Türverkleidung jetzt ausgebaut haben oder das Schloss ausgebaut haben, also bei der E-Klasse ist das alles wirklich, ne, finde ich noch extrem robust gebaut. Also wirklich noch ein robust gebautes Auto. Wo du auch mal was anfassen kannst und wo nicht direkt alles kaputt bricht, wie du gerade sagst. Also das ist echt noch eins von den Autos, die... Oh, hier ist glaube ich noch eine Schraube. Die müssen wir, glaube ich, vorher rausmachen. Ich bin sofort wieder da. Ich hole noch mal eben Kreuzschraubenzieher. Schauen wir mal. Ja, jetzt geht's auf. Glaube ich. Oh, es ist sogar, es scheint verklebt zu sein, ne? Wieso wir das machen, da bin ich auch noch gar nicht drauf eingegangen. Neupreis vom Schloss sind so 150 bis 200 Euro. Ja, deswegen machen wir uns jetzt die Mühe halt mit diesen Repsätzen. Kosten irgendwie, ich glaube, der Repsatz nur mit den Federn und dieser Zange hier kostet einen 10er. Und der kostet, glaube ich, einen 20. Reicht allerdings auch für zwei Türschlösser, weil natürlich auch zwei diese Ritzel drin sind und vier Klammern. Also von daher, wie gesagt, Link zu den ganzen Kram wie immer unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst euch das natürlich im Vorfeld, wenn ihr das Schloss zerlegt, natürlich bestellen. Spannung steigt, wir machen das Schloss auf. Ich bin gespannt, wie es von innen aussieht. Lecker. So, das machen wir jetzt hier ab, diesen Gummi. Pimmel hier, zack, der ist raus. Ja, und hier können wir jetzt natürlich schon sehen, hier ist dieses Zahnrad, was eventuell verschlissen ist. Das werde ich jetzt als erstes rausmachen. Und hier sitzt die Feder. Feder sehe ich so schon mal, die ist in Ordnung, die ist nicht gebrochen. Und dann wird es sehr wahrscheinlich an dem Zahnrad liegen. So, ich werde als erstes jetzt den Stift hier rausziehen. Den kann man ganz einfach nach oben rausziehen. An die Seite legen. Und dann können wir das Zahnrad hier rauswursteln. Ordentlich Fett hier dran. Und dann schaue ich mir das mal eben an. Und ja, so wie ich es mir gedacht habe, ist das quasi an der Stelle hier irgendwie verschlissen. So, also an der Stelle hier, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera vernünftig eingefangen kriegt. Also hier oberhalb sind die in Ordnung und genau an einer Stelle hier sind die Zähne quasi verschlissen. Also eins von diesen Zahnrädern ist quasi kaputt. Die Feder ist ganz, habe ich euch ja gerade schon gesagt, im Set haben wir natürlich jetzt hier doppelte Ausführung. Das werden wir jetzt wieder mit neuem Fett einsetzen. Ich werde das Schloss zusammenbauen und dann bauen wir es ein, hängen es an, ich klemme es kurz an und dann schauen wir, ob es funktioniert. Also was er auf jeden Fall braucht, ist vernünftiges Fett, festes Fett, was nicht direkt wieder irgendwie wegläuft. Jetzt hier stinkt normales Wälzlagerfett. Gibt hier heute eine Sauerei, Katastrophe. Schmieren wir schön auf das Rad, so wie das wahrscheinlich auf Werk auch mal war, in dem Originalschloss. Fett wird natürlich mit der Zeit ja irgendwann mal hart. So, ich gehe jetzt hier nochmal, kriege ich nichts raus hier, mit dem Pinsel rein, holen wir nochmal was raus hier von dem guten Zeug.
Schmieren wir noch mal auf den Finger hier. Klappt gar nicht so richtig. Zu kalt. So, jetzt haben wir was drauf hier. Guck mal. Einmal hier drauflegen. Haben wir die ganze Bude hier gleich versaut. Schmier jetzt hier ordentlich Fett drauf. Ich werde das Zahnrad jetzt hier noch ein bisschen fetten. An den Stellen. Unten noch ein bisschen in den Motor hier rein. Dass das alles schön geschmiert ist. Hände dreckig. Katastrophe. Mehr Fett an den Händen als wie an dem Zahnrad jetzt ist. Oh, das ist das Richtige für mich hier. Das Zahnrad wieder rein. Zack, das flutscht auch direkt schön hier runter. Dann nehmen wir den Stift, stecken den durch. Vom Gefühl her muss man natürlich schauen, dass das unten, ich muss selber das Loch jetzt hier finden, dass das unten in die Führung quasi reingeht. So, ich habe es gemerkt, ist jetzt drin, kann ich euch natürlich nicht zeigen. Dann bauen wir es jetzt wieder zusammen, klemmen es gleich an und dann schauen wir, ob es funktioniert. So, Funktionstest steht natürlich jetzt noch an. Dazu baue ich das Schloss jetzt nicht ein, um das Video natürlich nicht in die Länge zu ziehen. Klemme ich das für euch jetzt einfach nur am Steuergerät hier an. Und solltet ihr übrigens auch mal, bevor natürlich wieder alles zusammenbaut, wenn ihr es einbaut und nachher erst testet, ob es funktioniert und ihr dann feststellt, dass es nicht funktioniert, habt ihr natürlich ein Problem. Ist mein Mikro an? Ja. Also angeklemmt ist es. Du filmst auf den Knopf. Ich hier auf die Fernbedienung. So, ihr seht, rattert nicht mehr. Zu geht's. Beim Aufmachen hat es ja immer gerattert vorher, rattert jetzt nicht mehr. Also Funktion ist wieder zu 100% gegeben. Also in unserem Falle lag es jetzt, habt ihr ja gesehen, an dem Zahnrad. Ich sage ja, bei dem einen oder anderen wird wahrscheinlich auch die Feder gebrochen sein. Dazu gibt es auch zig Videos bei YouTube, wie man die Feder wechselt. Die beiden Links zu diesem Reparaturset, den Namen verloren, packe ich euch unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Ihr solltet auf jeden Fall beides kaufen, weil ihr natürlich nicht wisst, was kaputt ist, ob die Federn kaputt sind oder ob dieses Ritzel in irgendeiner Form verschlissen ist. Wie gesagt, wichtig ist auch, glaube ich, zum Einbau diese Zange, die ich gezeigt habe. Habe ich die überhaupt gezeigt? Ja, diese Zange meine ich hier. Die ist natürlich da, um die Feder vernünftig festzuhalten. Geht natürlich auch eine gute Spitzzange oder sonst irgendwas. Aber ihr habt hier halt die Möglichkeit, diese Zange hier oder diese Schere halt festzustellen, dass ihr halt vernünftig damit arbeiten müsst. Und eine Zange ohne diese Festspannfunktion, ja, ist halt irgendwie immer dann die Federlose und fliegt euch wahrscheinlich durch die Gegend. Also das gibt es mit Set, mit der Zange auch zusammen zu kaufen. Wie gesagt, Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Also ihr habt es gesehen, ich hätte selber nicht gedacht, dass es funktioniert, dass man so ein Schloss jetzt mit entweder einer Feder oder einem Zahnrad wieder reparieren kann. Habe ich so jetzt noch nie gemacht, aber scheint zu funktionieren. Ja, die anderen zwei Teile von davor hat der ein oder andere, glaube ich, jetzt schon mitgekriegt. Die findet ihr auf unserem Kanal. Verlinke ich auch nochmal am Ende des Videos, wo wir die Türverkleidung runternehmen und wo wir das Schloss separat ausbauen. Ja, das soll es gewesen sein. Anregungen von euch, ob gut oder schlecht oder wie auch immer, gerne unten in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben für das Video da lassen. Wir schrauben die Trommel jetzt zusammen und dann, ja, ist das wieder fertig, ist das repariert. Kanal abonnieren. Bis dann, ciao.